Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK. Motion and Control. Und Emitec, Spezialist für Abgasnachbehandlung. Mobilität erzeugt Wohlstand und wir sorgen für umweltfreundliche Mobilität. Emitec. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Autobranch, dem Frühstücksfernsehen für die automobile Welt. Bei uns erfahren Sie wieder alles, was Sie in dieser Woche über die Automobilbranche wissen sollten. Durch die Sendung leitet sie meine Kollegin Moni Papelau. Guten Morgen, Moni. Guten Morgen, Guido. Hallo, liebe Zuschauer. Wir starten auch heute wieder mit unserem Pressespiegel, einem Überblick aktueller Meldungen unserer Kollegen aus der Zeitungs-, Magazin- und Online-Welt. 1000 Meilen mit nur einer Batterieladung, das hatte bislang noch kein Elektroauto geschafft. Wie die Süddeutsche aktuell berichtet, hat jetzt ein Prototyp der Hochschule Offenburg die symbolische Marke geknackt. Auf der Teststrecke am Boxberg gelang es den Studenten vor wenigen Tagen, ihr einsitziges Auto mit Radnabenmotoren 36 Stunden lang Kreise ziehen zu lassen. Nach rund 1630 Kilometern ging den 14 Batterieblöcken dann der Saft aus. Rund 600 Kilometer später als beim bisherigen Reichweiten-Weltrekord, den japanische Entwickler aufgestellt hatten. Angetrieben wird das strömungsoptimierte Vehikel durch zwei elektrische Radnabenmotoren, mit denen der sogenannte Schluckspecht E die Rekordstrecke mit einem Tempo von 45 km/h absolvierte. Mit dem Weltrekord dürften sich nicht nur die jungen Studenten, sondern gleich die ganze Hochschule in Offenburg einen Namen in der Welt der E-Mobility gemacht haben. Wow. Die deutsche Automobilindustrie kann sich mit vielen Prädikaten schmücken. Sie ist innovativ, weltweit anerkannt, erfolgreich. Eins ist sie jedoch nicht. Besonders frauenfreundlich. Zumindest, wenn man sich anschaut, wie wenige Managerinnen bei den OEMs und Zulieferern die Geschicke der Unternehmen leiten. Zu den wenigen Ausnahmen zählt, zweifelsfrei, die Grande Dame der Zulieferindustrie, Maria Elisabeth Schaeffler. In diesen Tagen feiert sie ihren 70. Geburtstag und dürfte bei einem Blick zurück auf ihr bewegtes, erfolgreiches und vor allem auch arbeitsreiches Leben den ein oder anderen Seufzer ausstoßen. Zum Beispiel, wenn sie an die turbulente Übernahmeaktion der Continental AG denkt. Um ein Haar hätte die hochriskante Transaktion nicht nur das Aus für die von ihr geleitete Schaeffler-Gruppe bedeutet, sondern auch gleich noch ihr Privatvermögen aufgezehrt. Nun, da die Krise überstanden und die Auftragsbücher des Unternehmens wieder voll sind, dürfte die Vorzeigemanagerin aus Herzogenaurach wieder ruhiger schlafen. Wir freuen uns mit ihr und wünschen von dieser Stelle alles Gute zum Geburtstag, Maria Elisabeth Schaeffler. Ob es an den heißen Temperaturen oder dem medialen Sommerloch liegt, ich weiß es nicht. Zumindest kocht in diesen Tagen wieder die Debatte um die sogenannten Gigaliner in den deutschen Medien hoch. An diesem Artikel im Online-Portal stern.de wird schön sichtbar, wie tendenziös einige unserer deutschen Journalisten mit dem Thema umgehen und alleine durch ihre Wortwahl dem Leser den Eindruck vermitteln, dass die noch in diesem Jahr startende Versuchsreihe in einigen Bundesländern absurd und der Einsatz der verlängerten Lkw-Gespanne ein hohes Sicherheitsrisiko berge. Auch einige TV-Sender versuchen in diesen Tagen, die Zuschauer durch Filmszenen der Gigaliner im Straßenverkehr zu beeinflussen. Dabei werden jedoch zum Teil auch Szenen von überlangen Schwertransporten gezeigt, die sich durch Kreisverkehre quälen. Woher diese Abneigung kommt und warum die vielen Vorteile der 6 Meter längeren Züge so unter den Teppich gekehrt werden, keine Ahnung. Ich meine nur, wir sollten zunächst einmal die Feldversuche abwarten und uns dann erst ein Urteil erlauben. Auf Zeit Online wird mit einer Headline gewettert, Potenzial nicht ausgeschöpft. Und damit ist die Abwrackprämie gemeint. In Deutschland gab es 2.500 Euro Umweltprämie vom Staat, wer sein über 9 Jahre altes Fahrzeug verschrotten ließ und sich dafür einen Neuwagen zulegte. Egal welchen. Auflagen gab es keine. Deshalb legten sich die meisten Deutschen einen größeren Wagen zu. Anders in den USA. Auch dort gab es eine Abwrackprämie. Mit dem CARS-Programm gelang es der dortigen Regierung, viel mehr kleinere und leichtere Wagen als bisher zu verkaufen. So auch in Frankreich. 1.000 Euro gab es, wenn ein mindestens 10 Jahre altes Auto gegen einen Neuwagen eingetauscht wurde, der nur maximal 160 Gramm CO2 je Kilometer ausstoßen durfte.
In Sachen Umweltschutz können wir hier in Deutschland also nicht punkten, dafür aber in Sachen Sicherheit. Unsere neuen großen Autos sind gut ausgestattet und das durchschnittliche Sicherheitsniveau des aktuellen Fahrzeugbestands ist deutlich gestiegen. Eins wird jedoch gerne in solchen Debatten und solchen Artikeln vergessen. Die Abwrackprämie, und so nenne ich sie ganz bewusst, hat hier in Deutschland vielen tausend Menschen den Arbeitsplatz gerettet und für unser Land die Krise etwas erträglicher gestaltet. Zugegeben, Umweltprämie hätte die Bundesregierung dieses Programm lieber nicht nennen sollen. Kommen wir nun zu unserer Neuvorstellung der Woche. Er ist ein echter Hingucker, sogar schon in seiner Serienversion. Jetzt wird er nochmals attraktiver, und zwar durch seine inneren Werte. Die Rede ist vom SLK 55 AMG. Vor allem der neu entwickelte 5,5 Liter V8 unter der Haube soll dabei eine Schlüsselrolle spielen. Er leistet 422 PS und damit 62 PS mehr als sein Vorgänger. Wer es nicht so eilig hat, kann die massig verbaute Steuerelektronik ihr Werk verrichten lassen. Dann nämlich soll der Roadster mit gerade einmal 8,4 Litern im Schnitt hinkommen. Das entspricht einem um 30% gesenkten Durchschnittsverbrauch im Gegensatz zum Vorgängermodell. Möglich macht den Spagat zwischen 4,6-Sekunden-Sprinter und Kostverächter die Kombination aus Zylinderabschaltung, Start-Stop-Technik, Energierückgewinnung und neu programmierter 7-Gang-Automatik. Wenn er es ruhig angehen lassen will, nutzt der SLK 55 AMG nur die Zylinder 1, 4, 6 und 7, wird also zum AMG Vierzylinder. Von 800 bis 3600 Umdrehungen pro Minute ist dieser Zustand im Teillastbereich möglich. Bei mehr Gasanforderungen gesellen sich dann auch die Zylinder 2, 3, 5 und 8 wieder dazu. Wer zwischenzeitlich auch mal vollends unvernünftig unterwegs sein will, schaltet in den Sportmodus. Hier sind die elektronischen Einsparhelferlein deaktiviert und das Roadster Coupé kann sein ganzes Potenzial zeigen. Von Mercedes angepriesen werden neben einer um 0,3 Sekunden verbesserten Sprintzeit und der Zwischengasfunktion beim Runterschalten auch die direkte Lenkung, das sportliche Fahrwerk und die neue Klappensteuerung der Abgasanlage. Der SLK 55 AMG ist schon auf den ersten Blick von seinen zahmen Brüdern zu unterscheiden. Dafür sorgt die neue Frontschürze mit den großen Lufteinlässen und den LED-Tagverleuchten. Ab Januar 2012 soll der neue Mercedes SLK 55 AMG zu haben sein und dann endlich auch den Kunden beweisen, dass stramme V8-Power und gemäßigte Trinksitten sich nicht ausschließen. Premiere feiert er auf der IAA. Seine Markteinführung ist im Januar 2012 zu Preisen ab 72.590 Euro. Es folgen nun unsere Top-Meldungen der Woche. Eisenmann. Der Anlagenbauer Eisenmann baut eine komplette Lackieranlage für das chinesisch-deutsche Joint Venture FAW-VW. Das Auftragsvolumen liegt bei 130 Millionen Euro. Es ist der größte Einzelauftrag von Eisenmann in China. Volkswagen. Der VW-Konzern will mit dem Bau eines Einsitzers mit Elektroantrieb den Rückstand auf die Konkurrenten verkürzen. Das Unternehmen arbeite an einem abgasfreien und besonders sparsamen Elektroeinsitzer, sagte VW-Konzernforschungschef Jürgen Leholt einem Bericht zufolge. Ford. Bob Samardzic übernimmt mit Wirkung zum 1. September die Position des Vice President Produktentwicklung bei Ford of Europe. Sie folgt auf Frank Davis, der neue Aufgaben für den Ford-Konzern in Nordamerika übernehmen soll. ABB. ABB Deutschland hat erneut einen Großauftrag des bayerischen Autobauers BMW an Land gezogen. Dabei soll die Tochter des Schweizer Energietechnik- und Automationskonzerns in den kommenden Jahren Roboter-Lackiersysteme an die BMW Group liefern. Über die Höhe des Auftrags wurden von ABB keine Angaben gemacht. Daimler, der weltweit größte Finanzinvestor BlackRock, hat sich beim schwäbischen Autokonzern eingekauft. Mit einem Aktienanteil von mehr als 5% wird er dritter Großaktionär bei Daimler.
Porsche, der Premium-Autobauer, will in seinem Leipziger Werk die Produktion steigern. Statt 420 Cayenne und Panamera pro Tag sollen künftig 600 Einheiten vom Band laufen. Anfang des nächsten Jahres solle eine dritte Schicht eingeführt werden, um die Lieferzeiten für die Fahrzeuge zu verkürzen, so ein Porsche-Sprecher. Diese und weitere aktuelle Nachrichten zum Nachlesen finden Sie unter www.automanager.de in der Rubrik Meldungen. Soweit unsere Top-Meldungen. Weiter geht's mit den Veranstaltungshinweisen und Guido. Dankeschön, Moni, und ich habe wie immer noch zwei Termine für Sie. Nächste Woche ist es endlich soweit. In Baden-Baden findet das Fokus-Symposium Auto der Zukunft statt. Genauer Termin ist Dienstag, 30. August und Mittwoch, 31. August. Weitere Infos auch unter www.autoderzukunft.de. Und lange dauert es auch nicht mehr bis zum Autoereignis des Jahres. Die internationale Automobilausstellung öffnet ihre Pforten in diesem Jahr zum 64. Mal. Fürs Publikum geöffnet ist die IAA vom 15. bis 25. September. Unser Team von Automanager TV ist bereits bei den Pressetagen für Sie vor Ort und berichtet als offizieller Medienpartner täglich und ausführlich. Weitere Veranstaltungen finden Sie natürlich auch in unserer Rubrik Events unten rechts im Menü. Genau, und das war der Autobranche für heute. Nicht vergessen, wer in der Automobilbranche etwas zu sagen hat, sagt es in Automanager TV. Genau so ist das. Dankeschön fürs Zuschauen. Ihnen noch einen schönen Morgen. Tschüss von uns. Tschüss.